willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe hier drei Sachen liegen. Eine Sache, muss ich gestehen, die habe ich schon gemacht. Die ist schon fertiggestellt, aber die anderen beiden Sachen noch nicht. Das sind alles drei Artikel, die ich mir bei Amazon bestellt hatte. Und ja, euch sie noch gerne zeigen möchte. Am besten starten wir mit dem, was schon gelegt wurde. Ich habe euch ja in meinem VIP-Chat erzählt, dass ich bei verschiedenen Events mitmache und zu diesem Event habe ich ein ganz kleines Bildchen fertiggestellt. Da war so ein Rahmen hier mit dabei, den man dann nutzen kann. Und da mache ich das Bild auch rein. Und das hier ist das kleine Bildchen. Das ist ein kleiner süßer Hase mit einer Tulpe in der Hand und steht in einer kleinen Blumenwiese mit einem Regenbogen. Und den habe ich zu dem Event Easter Drills gepaintet. Wie gesagt, der ist nicht groß, aber ich finde ihn ganz goldig. Und deswegen wollte ich ihn euch mal noch zeigen. Hier die Strasssternchen sind nicht mit dabei. Der ist normalerweise weiß wie hier. Ja. Aber ich hatte noch Strasssternchen übrig und deswegen habe ich den in diesem Silber- und Rosaton gelegt. Ja, ich finde den ganz goldig, fand den ganz süß. Ihr seht es auch hier, habe ich so vereinzelte Strasssternchen reingesetzt. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Das Bild so hat sich sehr gut legen lassen. Steinchen waren auch noch jede Menge übrig. War eine schöne Qualität von den Steinchen. Die Klebkraft ist super. Versiegelt habe ich es jetzt nicht, weil ich es sowieso hier in den Bilderrahmen reinmache. Und dann steht das halt ein bisschen bei mir. Ja, das war auch schön, wie gesagt, zu painten. Es ging ratzfatz. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. So, und hier seht ihr, passt genau rein. Den Rand, da war ja so ein kleiner Rand dran, habt ihr ja gesehen. Das hatte ich abgeschnitten. Und so finde ich den ganz süß. Genau. Den gucke ich mal, ob ich den noch verlinkt kriege unten in der Videobeschreibung. Mal schauen. Sind wir mal gespannt, ob es den noch gibt, weil ich habe den auch nur durch Zufall gefunden gehabt. Ja, dann hatte ich hier noch so ein Viererset mit Frühlingssachen bestellt. Oder Frühlingssachen, es waren Jahreszeitenbilder. Und die wollte ich mir gerne mit euch nochmal zusammen anschauen. Die kann ich euch auch verlinken. Die habe ich jetzt, weiß gar nicht, 15 Euro geholt. Sind Teilbilder. Manche kennen es garantiert. Das sind diese Bäume. Huch! Ihr habt ein Toolkit dabei mit 1, 2, 3, 4 Stiften, 4 Schiffchen und 1, 2, 3, 4 mal Wachs. Also, falls man es verschenken möchte oder splitten möchte, kann man die Sachen aufteilen. Die Bäumchen habe ich schon öfters gesehen gehabt und die haben mir immer gut gefallen.
aber ich wollte sie mir nie einzeln bestellen, weil einzeln fand ich den Preis einfach ein bisschen viel. Und jetzt, wie gesagt, ich glaube 15 Euro für die 4 Stück fand ich ganz okay. Ja, da haben wir einmal ja, 30x30. Ihr seht, es sind Teilbilder. Also hier hinten das Weiße legt man nicht, sondern nur hier, wo die Symbole mit drauf sind. Die Symbole sind super zu lesen. Es sind Sondersteinchen dabei. Hier ein bisschen größer. Ellipsen sind dabei. Also alles vertreten. Da seht ihr es, wie es fertig aussehen sollte. Natürlich wirkt das nachher mit den Steinchen viel, viel schöner, finde ich. Wir haben einmal die Bildnummer, die Größe und die Legende. So, also einmal das Painting-Symbol, die Serialnummer, wo die von den Tütchen hier und die DMC-Nummer. Auch bei den Spezial, also hier oben bei AB. AB 310 ist normal und hier sind, das sind diese Spezialsteinchen. Da ist natürlich keine DMC dabei. Und wir haben diese Legende auch noch mal rechts unten. Kleben tut super. Ich meine, die Leinwand ist halt so eine normale, günstige Leinwand. Was aber nicht schlimm ist. Hier unten habt ihr nochmal die Anleitung, wie alles funktioniert. Und dann auch nochmal in Englisch. Einmal im Bild und in Schrift. Und hier oben, das ist wohl die Firma. Da haben wir einmal den, ich würde jetzt mal so tippen, Frühling. Vielleicht. Dann hier diesen. Da ist auch noch mal die Bildnummer oben drauf, die Größe und die Legende links und rechts. Nee, rechts nicht, nur links. Und dann haben wir ihn hier. Ich weiß gar nicht, ist das denn der Sommer? Der Druck ist auch super. Hier haben wir nur Symbole. Ja, nur Symbole. Dann haben wir ihn hier. Den würde ich jetzt in den Herbst tun. Da haben wir auch nochmal links eine Legende mit 12 Farben. Die Bildnummer. Und auch hier Rosé gehalten. Schauen wir mal nachher gleich noch die Steinchen dazu an. Hier oben auch nochmal Bildnummer und die Legende. Wir haben hier 10 Steinchenformen oder unterschiedliche Steinchen und das wird der Winter sein. Ja, ups, Entschuldigung. Doch, dann ist das der Sommer und das hier der Frühling. Und hier haben wir unsere Steinchen. Ah, guck mal, nochmal extra abgepackt. Für jedes Bild wahrscheinlich, weil hier ist die 8014 zum Beispiel und ich glaube, das war, das ist ja schon sehr blaulastig, der Winter. Genau, die 814. Also ihr könntet Bilder und Steinchen getrennt voneinander aufbewahren.
werfen wir mal einen kurzen Blick drauf. Ja, ihr seht es, die Ellipsen, die Tropfenform, 310, ein Strass in Blau, ein AB in Weiß. Und dann hat man hier noch die größeren. Schön. Sieht man gar nicht so gut. Doch, das ist doch ganz hübsch. Das war der Winter. Schauen wir mal kurz die 8011. Werfen wir auch da einen kurzen Blick auf die Steinchen. Oh, guck mal, der ist ja auch toll. Größere, hier sind auch wieder so schön irisierende in grün-blau. Silber, ein hellen Grün, ein Lila, schön. Und dann hier auch nochmal die 310, ein AB in Grün, Grünstrass und ein AB in Weiß. Das war der Frühling. Wenn man den sich so vorstellt, mit den Steinchen ist doch, das kommt vielleicht ganz gut rum. Dann haben wir die 8012, den Sommer. Der ist einmal hier, ich glaube, der ist der farbenfrohste. Ich glaube, das ist auch der, der am meisten Farben hat, weil der hat 18 Farben. Ich glaube, das ist der am meisten ist. Wir schauen es uns mal so rum an. Doch, die sehen doch ganz hübsch aus. Hier sind halt schöne Strasssteinchen mit dabei. Aber ich finde, die kann man auch immer noch mal weiterverwenden. Ihr habt es ja gesehen an meinem Hasen. Die 310 ist normal. Hier ist ein Tropfen und rote Tropfen, gelbe Tropfen. So irisierende Tropfen, ne, Ellipsen, und hier sind auch die Ellipsen. Und hier haben wir noch mal die ganzen Sachen etwas größer. Nicht alle, aber ein paar. Schön. Das sind doch ganz schöne Steinchen. Der Sommer. Ich finde, der ist auch nicht schlecht. So, dann schauen wir uns noch kurz den Herbst an mit seinen 12 Steinchen. Also, da habt ihr immer so ein paar. Mich würde interessieren, ob die dann dieselbe Nummer auf der Leinwand haben. Weil manchmal kann man ja die Sachen dann einfach weiterverwenden, weil hier und hier, das ist ja derselbe Stein. Das ist die 10 beim Sommer. Da haben wir hier die 01 und hier ist es die 6, ah, ist auch die 01. Also man könnte dann, muss man halt abgleichen,
die Sachen ein Tütchen zulassen und den Rest noch von dem anderen Bild mit aufbrauchen. Wenn die Nummern passen und die Steinchen gleich aussehen. Hier haben wir nochmal die anderen Farben. Wieder, aber nur ein bisschen. Und dann hier die Tropfenformen. So, und das war der Herbst. Ja, das waren die vier Bäumchen. Ich schicke das gerade ein bisschen so rüber, damit das in einem ist. Die kommt rüber. Die Hülle auch. Das Toolkit lege ich mit drauf. Und dann schiebe ich das Ganze mal weg. Denn ich habe ja hier noch das bisschen größere von Art Dort. Ich wusste erst nicht, ob das von den Bildern her so gut ist. Ich wollte es mal ausprobieren. Und dann habe ich hier gelesen, Art Dot, lizenziert, Panda, Oma, nee, Mama, Oma, Panda. Und da dachte ich, ach komm, dann könnte man das ja mal holen und zeigen. Weil Art Dot war zurzeit im Angebot. Die haben wieder Prozente und deswegen hatte ich mir das dann da geholt. Kommt schön aufgerollt. Ihr seht es nochmal in eine extra Folie eingepackt. Hier steht alles sozusagen drauf, die Instruktionen, wie alles funktioniert. Hier ist ein kleines Vorschaubild von dem. Hier ist alles drin. Hier steht alles, was drin ist. Jetzt haben wir es. Und wir holen es mal raus, wenn ich es aufkriege. Na. Also es ist gut verpackt, Leute. Jetzt. So. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Moment, so rum vielleicht. So, so kommt es bei euch an. Sehr schön. Die Leinwand ist flauschig. Hier habt ihr nochmal das Vorschaubild als Sticker und hier die Symbole und die DMC-Nummer, die sind auch als Sticker, sehr schön. Es ist in Rund, es hat 21.948 Steinchen, hat die Größe 50x35 und das hier ist die Bildnummer. Art Dot, Craft is a Lifestyle. Sehr schön. Hier haben wir noch ein kleines Toolkit und die Steinchen. Das Toolkit, ich bin neugierig, möchte ich mir jetzt gleich anschauen mit euch. Kommt gut verpackt. Es ist drin ein Schiffchen, ein Stift. Anscheinend hier sieht man es ein Washi-Tape, ist aber nicht abgebildet und ein Malwachs. No. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, dann haben wir noch was. Das Schiffchen, süß und klein, über die Ecke auszuschütten. Kann man anscheinend auch, wenn man mehrere hat, so zusammenstellen. Das passt gut. Ihr habt einen Squishy sowie einen blauen transparenten Stift mit Glitzer.
ein Dreieraufsatz und einen Einzelaufsatz. Schön. Ein Plättchen Wachs in Herzform, blau. Ist alles schön abgestimmt. Ein Washi-Tape mit, ich denke mal, das sind Pfingstrosen, die da drauf sind. Sehr schön. Oder hier eine Glockenblume. Ganz, ganz süß. So. Und dann waren hier noch zwei kleine zu paintende Lutscher oder Blümlein, je nachdem. Ich denke eher mal, das sind Lutscher. Lollis waren mit dabei. Sehr schön, das ist doch ein schönes Pack. Könnte man gleich, wenn man wollte, starten. No. Ich mache jetzt alles noch mal gerade hier rein, damit das nicht verloren geht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie die den Stift da drin haben. So. Flupp. Und einmal fertig. Hier seht ihr es, hier sind auf der Legende drei Farben mit so einem hinterlegten Hintergrund auf dem Sticker. Das sind wahrscheinlich dann die AB-Farben. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich habe das noch nicht. Also Artdot hatte ich noch nicht. Hier sind die Steinchen. Ja, werden die AB-Farben sein. Und hier ist die Leinwand. Ihr seht es. Sie hat einen schönen Wellenrand. Hier seht ihr nochmal das Bild. Da ist einmal die Legende mit den 34 Farben. Muss kurz mal. Klebkraft ist super. Ich wollte eigentlich gucken, ob der Klebrand, der ist genau abschließend. Seht ihr es? Wow. Folie ist auch klasse. Wir haben hier oben nochmal Art Dot stehen. Die Legende, die wir links haben, haben wir auch rechts, genauso wie hier das kleine Vorschaubild. Hier unten seht ihr nochmal www.artdot.com und hier unten sind nochmal alle Daten zu dem Bild. Schauen wir mal kurz den Druck. Das C hier ist vielleicht ein bisschen schwach, aber es ist trotzdem zu lesen. Ihr seht es, das passt. Ja, ein sehr schönes, süßes Bildchen. Dann schauen wir mal kurz die Steinchen an. Ihr habt hier noch einmal diese Bildnummer, die DMC-Nummer und die Nummer von eurem Symbol. Also die 18 ist auf eurer Legende das C, die 939. Am besten starten wir vorne. Das ist unsere erste AB-Farbe, die 3865. Kann man leider nicht so gut lesen, der Druck ist da ein bisschen, ja, aber gut. Dann haben wir hier, was ist die 34? Ich dachte, das ist jetzt, hier fängt es an, falsch gegriffen, hier fängt es an, so. Die 151, die 1, auch eine AB-Farbe. Die 154, die 310 mit zwei Tütchen voll. Die 312, die 322, die 334, die 700,
54, die 780, die 783, die 803, die 814, die 815, die 823, die 898, die 917, die 918. Ihr seht es, das sind Acrylsteinchen in Rund, aber sehen schon sehr gut aus. Die 920 und die 939, zwei Tütchen voll. So, und dann geht's hier weiter. Das ist die 948, die 956, die 957, die 3325, die 3607, die 3608, die 3755, die 3756, die 3779, die 3834, die 3835, die 3841, die 3844, zweimal, die 3845, die 3845, Entschuldigung, und die 3861 und die 3865, noch ein AB. Und wir hatten 1, 2, 3 AB-Farben, die 1, die 5 und das F. Also die 1 hatten wir ja schon, unser Zartrosa. Dann hatten wir hier ein schönes Blau in AB. Und dann unser Weiß in AB. Dann schauen wir noch kurz, wo die Sachen hinkommen. Und danach habe ich sogar noch eine Kleinigkeit, die ich euch gern geben würde, sagen würde. Aber erstmal die AB-Farben. Also, das Painting-Symbol 1, das ist unser rosa AB hier. Und der ist hier schön in den Blüten verteilt von dem Panda. Hier in den Blüten mit drin. Und auch hier. Sehr schön. Dann haben wir die 5. Unser blauer AB. Der hier. Das ist auch super süß eingesetzt. Das hier unten an seinem Bäuchlein. Und mal schauen, an seiner Schnauze noch ein bisschen, also am Gesicht und hier hinten an seiner Kontur. Süß. Und der letzte, das ist das F. Das ist hier unser weißer AB. Und der ist verteilt hier. Der ist schon ein bisschen großflächiger verteilt, also einmal so rund um den Panda. An den Augen ist der drin und hier an den Blüten nochmal. Bei den Blüten nur so vereinzelt. Ja. Und einmal so um den süßen Panda. Und hier nochmal in der Blüte. Ja, sehr schön, finde ich. Das ist super. So, dann legen wir das mal kurz alles auf das Bild.
Denn, wie gesagt, ich habe noch eine Kleinigkeit, wo ich noch kurz, ganz kurz mit euch drüber sprechen wollte. Und zwar, das habe ich auch bei meinem Häkelsachen gemacht. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke, dass ihr zu mir gefunden habt, dass ihr meine Videos schaut und ja, mir das ermöglicht, dass ich meine Sachen einfach mit euch teilen kann. Und um euch was zurückzugeben, dachte ich, gebe ich euch ein kleines bisschen was. Also, es ist einmal der Batzen hier, der hier liegt. Und es wäre einmal dieser Blumenständer oder dieses Diamond Painting, was man in seine Blumen stecken kann. Noch nicht gemacht. Ich habe den auch gemacht. Mir gefällt der sehr gut. Ich finde den total schön. Ich habe den bei mir in einem Farn stehen. Und dann glitzert er immer schön, wenn die Sonne drauf kommt. Da ist alles dabei. Da kann man gleich loslegen. Und ich dachte, das ist ganz hübsch. Dann hatte ich euch, die hatte ich euch mal vorgestellt, die habe ich aber jetzt nochmal gefunden im Teddy. Und da dachte ich, vielleicht macht es noch jemand Freude. Also das ist dabei, die kommen auch dazu, diese kleinen Sticker, diese Tiersticker. Ist auch alles dabei. Ihr seht es, es ist noch zu. Die zwei Sachen. Dann diese Geburtstagskarten zum Painten aus dem Action. Dann noch zweimal Washi-Tape, einmal ein lilanes mit einem Muster und einmal die Erdbeeren. Ist vielleicht ganz passend. Denn im Mai ist ja dieses Strawberry, Happy Strawberry Event, dachte ich. Und dann hatte ich diesen Hasen gesehen, den gab es bei den Ostersachen. Den habe ich als Magnet umgebaut. Und wenn er nicht auf der Leinwand sitzt, kann er in seinem Körbchen sitzen. Fand ich persönlich ganz goldig. Ja, und für diese Sachen zu gewinnen, dachte ich, machen wir wie bei meinen Häkelsachen einfach ein Codewort, was ihr unten in die Kommentare schreibt. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Also, das ist der Hashtag der Panda. Das Ganze läuft bis 23.03. Und dann werde ich auslosen mit euch zusammen. Dann gibt es noch so zwei, drei kleine Sachen als Bedingung sozusagen. Ihr müsst eine deutsche Postadresse haben. Ihr wäre schön oder ihr sollt ja, Abonnent vom Kanal sein. Und YouTube hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Diese Sachen habe ich alle privat gekauft. Und um mich bei euch zu bedanken, möchte ich euch damit gerne eine Freude machen. Ja? Nur als kleiner Hinweis. Also, wenn ihr mitmachen wollt, der Hashtag Panda unten in die Kommentare rein und dann nehmt ihr automatisch daran teil. Ja?
Ich drücke euch die Daumen. Ja, in diesem Sinne war es das auch schon von mir, von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, das erhöht meine Reichweite. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.